Mein neuer Kesser Industrieventilator. Fangen wir an mal. Zwar ist das Typenschild oder das Markenzeichen schon mal falsch rum raufgeklebt. Egal. Schauen wir mal. Dieses Produkt hat einen 60 cm Rotor, drei Geschwindigkeitsstufen und eine Leistungsaufnahme von maximal 160 Watt. 160 Watt. Drei Stufen. Wie gesagt, ganz neu geliefert. Hier mache ich einen kleinen Vergleich zu meinem kleineren 50 cm Ventilator Fabrikat Honeywell mit um die 120 Watt. Ich schaue noch mal kurz. Mit 135 Watt. Hier steht es auch drauf. Drei Geschwindigkeitsstufen. Das ist meine Referenz. Das ist der neue. Der sollte deutlich mehr Luftdurchsatz machen oder auch schön leise sein bei niedriger Drehzahl. So, jetzt schalten wir mal ein. Kleine Geschwindigkeitsstufe. So. Läuft einmal frei an. Aber doch ein ziemlich tieffrequentes Brummen. Dann mache ich mal gleich auf Stufe 3. Stufe 2 ersparen wir uns. Das ist irre laut. Und irgendwie kommt nicht viel Wind an. So, machen wir wieder aus. Jetzt kommt der Honeywell. Auch gleich volle Pulle. Also der ist nicht so tieffrequent und ich muss ehrlich gestehen, hier kommt mehr Wind an. Um das mal zu veranschaulichen, habe ich noch den alten Pappkarton vom Ventilator, von Kessa. Den stelle ich jetzt mal hier so vorm Ventilator. Und man sieht, der Ventilator drückt den mehr oder weniger weg, den Karton. Man sieht hier so vier Fliesen, drückt er problemlos nach und nach weg. Jetzt kommen wir mal zum Vergleich der Kesser. Mal einschalten. Gleich eine Pulle. So, läuft. Pappkarton. Stellen wir mal hin. Und der bleibt deutlich dichter am Ventilator stehen. Der drückt gar nicht richtig. So, mal gucken hier. Das ist irgendwie ein enttäuschendes Ergebnis. Bei einem doch ziemlich heftigen Lärmpegel. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.